Ja, liebe Leute, ich freue mich ganz riesig, heute in dem Video euch einen Gast vorstellen zu können. Stefan Fröhlich von WH Self Invest, ganz bekannter Broker in Europa. Und vor einigen Tagen habe ich schon mal ein Video gemacht zu dem Thema Verbot von dem Vertrieb und Verkauf von Futures. Und jetzt Achtung, genau zu hören, mit Nachschusspflicht. Jetzt ist für viele Leute das total selbstverständlich. Ein Future hat als Instrument immer eine sogenannte Nachschusspflicht. Das heißt aber erstmal, ja, was heißt es, Stefan? Naja, also du sagst es richtig. Wir hatten jetzt lange Zeit den Unterschied, rein regulatorisch, dass du im CFD keine Nachschusspflicht hast und im Future die nach wie vor bestanden hat. Das hat ja auch erstmal einige Kunden verwirrt, weil sie gesagt haben, wieso? Ich denke, es gibt doch gar keine Nachschusspflicht mehr. Im Future war das bislang immer noch der Fall. Aber eben im CFD mussten wir ja aufgrund der aufsichtsrechtlichen Vorschriften darauf verzichten, diese Nachschusspflicht einzufordern, beziehungsweise durften das Produkt gar nicht mehr anbieten, wenn diese unbegrenzte Nachschusspflicht dort weiterhin enthalten blieb. Mhm. Und so war das bisher. Und jetzt steht halt im Raume, das anzupassen, also das so zu regeln wie im CFD, dass wenn man einem deutschen Kunden das Future Trading anbietet als Broker, dann muss man eben auf die Nachschusspflicht verzichten. Und das bedeutet, der Broker geht einfach ins Risiko. Der geht ins Risiko. Kurze Frage, war das bei den CFDs ein Problem jemals dann für euch dann geworden? Also, nein, überhaupt nicht, weil du hast ja immer ein Risk-Management-System dahinter. Du guckst dir das ja an, ob eine Gefahr besteht, dass ein Kunde in diesen Debit, wie man das so in der Fachsprache nennt, rutschen kann. Und da ist es so, im CFD ist es sogar noch viel restriktiver, weil wir da einen automatischen Cut machen. Ja, also wir haben da eine ganz bestimmte Grenze und wenn die erreicht ist, wird der Trade einfach glattgestellt und dann war es das. Okay, das hat also ganz gut auch schon technisch bei euch geklappt und das war gar kein Problem. Und ja, da könnte man natürlich für viele Leute sagen, CFD ist eigentlich das Instrument, wenn ich Nachschusspflicht ausschließen möchte. Es gibt ein paar kleine andere Nachteile in dem Produkt. Aber dann hat ja die Eurex jetzt in den letzten Jahren und auch die CME mit ihren Microfuturen im Prinzip Produkte gebracht, die plötzlich auch interessant geworden sind für etwas kleinere Händler oder für Leute, die mit dem Trading beginnen. Und ich glaube, das war jetzt auch so ein bisschen mit Auslöser, diese Microfutures, vorher war es ja gar nicht denkbar. Als ich begonnen habe, mit dem Future zu handeln, war damals in den 90er Jahren ein DAX-Punkt 100 Mark. Das war richtig viel, ne, weil der DAX ja auch, dann hat man ja irgendwann den Mini-DAX gemacht und jetzt gibt es ja sogar den Micro-DAX. Also im Prinzip ist das jetzt ja auch eine interessante Alternative für jemanden geworden, der kein CFD handeln möchte. Aber der hat immer diese Nachschusspflicht gehabt. Ganz genau. Also das war ja auch der Grund der Eurex, warum sie überhaupt so runterskaliert sind von der Wertigkeit des Tickwertes. Wir hatten ja dann den FDAX mit 25 Euro pro Punkt. Das war ja lange Zeit der Standard. Dann, wie du so schön sagst, das ist jetzt so 5,5 Jahre her, glaube ich, war der Mini-DAX dann mit 5 Euro pro Punkt. Und jetzt haben wir so, ja, gutes Jahr den Micro-DAX halt im Rennen mit 1 Euro pro Punkt, also praktisch dem Original-DAX nachempfunden. Und das war halt auch der Grund, warum diese Micro-Kontrakte überhaupt von der Eurex aufgelegt wurden, weil sie sich davon erhofft haben, auch den privaten Kunden besser ansprechen zu können. Es hat auch ein bisschen Gründe, dass, wenn man hedgen will jetzt als institutioneller Anleger, dass man dann einfach bessere Losgrößen hat, um den Hedge genauer machen zu können. Genau. Den Auslöser an sich, der kam ja gar nicht von der Eurex, sondern der kam ja von den Chicagoer, von der CME. Die waren ja die Ersten, die solche kleinen Kontrakte überhaupt erst aufgelegt haben. Ja, und dann ist gerade der Wettbewerb losgegangen und die Produkte sind, finde ich, auch sehr erfolgreich gestartet, weil sie auch sehr liquide handelbar sind. Also finde ich auch, ja. Und absolut. Ja, ich als Trader sehe es auch, ich kann meine Risiken viel besser steuern, ne, weil ich eben genau, wenn ich sage, ich möchte, sagen wir jetzt mal als Beispiel, 750 Euro Risiko machen, dann kann ich eben das auch auf Feinheiten genau aufteilen und muss nicht abrunden vielleicht auf 500 oder 1000 oder sonst was, wenn man einen großen Kontrakt hat. Also Produkt eigentlich gerade ein Erfolg und jetzt grätscht die BaFin rein, weil sie hat eine Untersuchung gemacht, schreibt sie in ihrer Pressemitteilung in den letzten Jahren bei den Brokern, die hat die befragt und scheinbar, so wie es bei den BaFin-Pressemitteilungen klingt, muss da erheblich was schiefgelaufen sein.
Ja, weiß ich nicht, ob das schiefgelaufen ist. Wenn du eine Intention hast, dann willst du die natürlich auch irgendwo durchdrücken und dann befragst du halt die Broker und ja, dann kommt halt sowas bei raus, dass man eben sagt, okay, wir sehen hier in der Nachschusspflicht eine gewisse Gefahr für den Kunden, dass er ja in der Gefahr ist, im Prinzip unbegrenzt haftbar gemacht zu werden für eben das Trading, was er hier vollzieht. Letztendlich, ich sag mal, aus Kundensicht ist es ja gar nicht so schlimm. Aus Kundensicht ist es ja eigentlich jetzt eine ganz tolle Sache. Es ist ja ein Segen, ja, weil der letzte Minuspunkt, der wirklich noch da war beim Future, diese unbegrenzte Nachschusspflicht, wenn die wegfällt, dann ist im Vergleich zum CFD-Handel der Future ja überhaupt gar nicht mehr ein Nachteil. Im Gegenteil, dann spricht unheimlich viel für den Future-Handel, weil das einfach viel besser über eine Börse regelbar ist. Du hast ein Orderbuch, du hast eine Regulierung, du hast einen beaufsichtigten Handel durch die Börse immer selber, du hast das Kontrahentenrisiko ausgeschlossen. Also es sind so viele Sachen, die echt für den Future sprechen. Ja, also ich sehe das auch so. Ich bin ein absoluter Fan von dem Future. Jetzt sagt die BaFin, okay, 75% in der Befragung kam so raus bei den Brokern, jetzt über alle Broker, jetzt nicht bei euch, aber insgesamt, 75% der Anleger verlieren Geld in dem betrachteten Zeitraum. Das ist natürlich, weil wir wissen, alle Futures Nullsummenspiel jetzt gar nicht so was Ungewöhnliches, weil was einer gewinnt, verliert der andere. Und jeder, der sich einlässt auf den Future-Handel, der weiß das eben auch und muss eben, ja, durch Know-how, durch eben Erfahrung und alles so sicherstellen, dass er eben für sich selber versucht, auf der Gewinnerseite zu sein. Das kann ja eigentlich nicht die Begründung sein, denn ich weiß auch bei vielen anderen Produkten, also Optionen, Scheine und so, verlieren Kleinanleger Geld. Die Begründung hieß dann ja im Prinzip erstmal, ja, durch diese Nachschusspflicht geht der Kunde ein unbegrenztes Risiko ein. Und da habe ich tatsächlich vermisst in dem Bericht der BaFin, weil sie schreiben ganz genaue Zahlen, wie viel Prozent der Anleger verlieren, aber sie schreiben keine Zahlen, was denn so in Summen dann verloren wird, beziehungsweise wo denn tatsächlich eine Nachschusspflicht entsteht. Und jetzt frage ich dich einfach mal direkt bei euren Kunden, hast es ja beobachtet, passiert das da häufig oder in Riesensummen, dass Kunden im Future-Bereich nachschusspflichtig werden? Nein, überhaupt gar nicht. Also deswegen, das ist ja auch unsere Antwort gewesen, dass wir gesagt haben, wir haben ja, also unbegrenztes Risiko theoretisch ja. Praktisch ein Riskmanagement dahinter. Du hast einen extra Riskmanager da sitzen, der den ganzen Tag nichts anderes tut bei einem Broker und so, bei uns ist das auch so, der sich diese Position anguckt. Ja, und das wird ja dann, das siehst du dann praktisch in deinem Monitoring, das wird dann rot und dann musst du gucken, was da passiert. Und gerade im Future haben wir den Vorteil, dadurch, dass ein Mensch sich das anguckt, kann man das auch so ein bisschen fingerspitzengefühlmäßig steuern. Ja, du bist dann nicht mit der Keule gleich dabei und sagst, ich stelle hier alles glatt, was rot ist sozusagen, sondern wenn du siehst, dass der Markt sich vielleicht gerade auch am Erholen ist und der kommt dann aus dem Roten raus, dann war es auch gut, dass du nichts gemacht hast. Also du hast auch hier als Broker eine gehörige Verantwortung, dieses Liquidierungsrecht überhaupt zu gebrauchen. Und deswegen ist das bei uns immer super gut gelaufen. Wir haben das immer sehr gut im Fokus gehabt. Und um deine Frage jetzt konkret zu beantworten, in den letzten Jahren, ja, haben wir wirklich, also kann ich an den Fingern einer Hand abzählen, wo es dann tatsächlich mal den Fall gab, dass ein Kunde in den Debit kam und die Beträge, die waren so gering. Also da brauchen wir nicht von unbegrenztem Risiko sprechen. Also okay, also das kann man tatsächlich weitgehend durch ein gutes Risikomanagement vom Broker ausschließen. Ja, natürlich, natürlich. Und Ja. deswegen wäre jetzt unsere Antwort auch, wenn es jetzt so kommen würde, dass man sagt, okay, du darfst jetzt das Future-Geschäft nur anbieten, wenn eben die Nachschusspflicht nicht mehr besteht, dann sind wir natürlich dabei, weil wir haben ja da gar keinen Stress an der Stelle. Ja. Habt ihr dann gar keinen Stress? Jetzt muss ich allerdings sagen, ich mache mir ja auch immer ein bisschen gesamtwirtschaftlich Gedanken und auch die Sinnhaftigkeit. Letztendlich ist es ja ein Risikotransfer. Das heißt, der Trader trägt dann nicht mehr das Risiko, aber irgendeiner muss es ja tragen. Das ist dann eben Richtig. entsprechend, geht dann zu Seiten des Brokers. Und jetzt gibt es ja, und davon spricht auch die BaFin, sogenannte Black Swan Events. Also die letzten zwei, die sie da nannte, waren eben der Schweizer Franken und dann, glaube ich, auch den DAX-Absturz während der Covid-Krise. Also Events, die auch in relativ schneller Zeit zu großen Kursbewegungen führen, wo man vielleicht auch gar nicht mehr die Chance hat, glattzustellen, weil der Markt
illiquide geworden ist. Und bei so einem Black Swan, auch wenn es erstmal nur theoretisch gedacht ist, landet ja im Prinzip das Verlustrisiko mit der Nachschusspflicht, wenn jetzt die Kundenkonten beim Broker quasi pleite gehen, beim Broker. Und muss ich dann nicht selber als guter Trader befürchten, wenn ich vielleicht gerade auf der Gewinnerseite bin, ja, ich bin aber jetzt beim Broker und die anderen Kunden sind unsecured und die laufen ja letztendlich mit über eure Bilanz, dass ich plötzlich an mein Geld nicht mehr drankomme, weil der Broker pleite geht? Ja, das ist die große Gefahr, deswegen Augen auf bei der Brokerwahl, kann ich nur sagen. Ne? Also wenn ich mal mir die beiden Events angucke, Schweizer Franken, das war schon eine ganz schöne Erschütterung in der Finanzwelt. Da hatten wir auch einige Anbieter, insbesondere im CFD-Bereich, da hatten wir übrigens noch die Nachschusspflicht, die unbegrenzte, als dieses Event auftrat. Und es hat einige ganz schön zerrissen. Ja? Also da waren ja große Anbieter, die durchaus hohe Debitzahlen hatten, die hohe Verluste eingefahren haben durch dieses Event. Ja, und da bestand schon die Gefahr, dass der ein oder andere Broker pleite geht. Es gab ja auch einen Fall, wo es tatsächlich dann so passiert ist. Und das ist dann immer das Problem, wenn du bei einem solchen Broker bist, der sich nicht vernünftig absichert oder der eben kein gutes Riskmanagement an der Stelle hatte und auch es zugelassen hat, dass die Positionen überhaupt so hoch aufgebaut werden dürfen, weil ich meine, uns war ja allen klar, wenn es fällt, dass das erhebliche Auswirkungen haben wird. Wenn du da eben nicht vorsichtig genug agierst, dann kann es dir als Kunde passieren, dass du zwar alles richtig machst im Trading, aber am Ende des Tages doch dein Geld verlierst, weil es eben zu solchem Event kommt. Also deswegen ist das schon wirklich wichtig, sich anzuschauen, wie hoch ist, und das wird jetzt eben spannend, wie hoch ist eigentlich das Eigenkapital des Brokers, dem ich mich da anvertraue? Das spielt ja eine große Rolle dann an der Stelle. Also ist schon eine wichtige Frage. Da kann ich nicht einfach so beiseite schieben. Sollte man sich genau informieren? Ne? Also glaube ich, absolut. Ne, wie hoch ist das Eigenkapital? Und dann natürlich, glaube ich, auch, wo sitzt der Broker? Ne? Weil hier in Europa haben wir nochmal Einlagesicherung. Das ist... weiß ich aus Erfahrung, dann zwar ein langwieriger Prozess, bis man an sein Geld kommt, aber man kommt irgendwo noch an sein Geld wahrscheinlich bei der Einlagesicherung. Anders ist das, wenn der Broker im Ausland ist. Ne? Na, wir haben ja so eine Events auch schon gehabt in der Vergangenheit. Es gab ja schon größere oder kleinere Insolvenzen an der Stelle, sogar auch im Clearing-Bereich. Ja, da waren wir ja selber auch von betroffen. Und dann weißt du erstmal, wie schwierig dann ein solches Verfahren ist. Aber auch hier haben wir es ja super gehandelt und haben das ja alles so hinbekommen, dass kein einziger Kunde auch nur einen Cent bei uns bisher verloren hat in unserer 24-jährigen Geschichte aufgrund eines solchen Events. Ich denke, das spricht auch eine klare Sprache, spricht auch für die Qualität von WHS Helfenwest. Und ich glaube, da sind wir immer noch hervorragend unterwegs. Also deswegen klar, wenn man das jetzt rein von den Gebühren vergleicht, also wenn ich jetzt immer nur auf die Kommission schaue zum Beispiel und sehe, ja, aber der ist jetzt hier ein Dollar preiswerter oder ein Euro preiswerter als der andere, ja, dann ist das so, aber Sicherheit kostet auch Geld. Das ist genauso, als wenn ich mich vor einem Schadensfall versicherungstechnisch absichern möchte, dann muss ich ja auch schauen und muss da auch eine Prämie für bezahlen. Mhm. Wenn wir jetzt mal aktuell die Stürme sehen, da sind ja etliche Schäden entstanden. Wahrscheinlich hast du deine Wohngebäudeversicherung in den letzten Jahrzehnten nie gebraucht. Aber wenn so ein Event kommt, dann brauchst du sie halt. Und dafür hast du halt die ganze Zeit die Prämie bezahlt. Und so ist es hier auch. Es geht um die Segregierung der Konten, ganz wichtig, dass die auf deinen Namen laufen. Bei uns ist es auch noch so, große Besonderheit, dass die Gelder, die Kundengelder von unseren Firmengeldern komplett strikt getrennt sind, sodass sie im Falle einer Insolvenz von WHS Helfenwest gar nicht in die Konkursmasse einfließen würden. Mhm. Auch ein wichtiger Aspekt, was du normalerweise gar nicht hast, speziell wenn der Broker börsennotiert ist, dann sind ja die Kundengelder sehr wohl in den Büchern. Und dann eben die dritte Stufe, wie eben erwähnt, die Einlagensicherung, die praktisch als letzte Stufe dann noch einspringt. Und hier haben wir ja die 100.000 Euro pro Kunde, was ja EU-Standard ist. Ja, okay. Ich denke, das ist sehr, sehr wichtig, weil es ist so, du kannst hier tatsächlich im Trading jahrelang was aufbauen und es kann an einem Tag zerstört werden durch so einen Fehler oder so einen Missgriff. Und ja, da muss ich natürlich sagen, ich bekomme natürlich auch viele Werbung und Angebote, wie die meisten Trader auch. Und vor allem wird da geworben mit unglaublich niedrigen Margen. Und das hat die BaFin auch kritisiert. Die sprach da von Hebeln, die deutlich ins fast 50, 100 bis 1000-fache gingen, ja.
Ja, und da muss man Ja, sich wobei entscheiden. dieser tausendfache Hebel, das muss man mal relativieren. Das ist so ein sehr exotisches Rentenfuture, ja, der sich aber auf der anderen Seite nur 3 Ticks am Tag bewegt. Ja, und dann hast du natürlich eine extrem niedrige Margin, weil der sich kaum bewegt. Und Ja. dann, wenn du das aber das Volumen ist auch unglaublich hoch bei diesem Future, ja, also das Kontraktvolumen. Und wenn du das dann ins Verhältnis setzt, dann kommst du auf so einen Wahnsinnshebel von 1000. Aber das ist ja überhaupt nicht relevant jetzt aus der Risikosicht, weil, wie gesagt, die Bewegung ist so klein, Ja. da kann eigentlich gar nichts passieren an der Stelle. Also das muss man auch mal so ein bisschen relativieren, was da geschrieben wird. Und wenn du das jetzt auch noch mal, weil du das sagtest, das zweite Event war ja hier Corona, ne? Der DAX, der dann Ja. abgeschmiert ist. Das auch da haben wir überhaupt gar nichts gehabt, weil auch hier zum einen die Trader sehr verantwortungsvoll mit umgegangen sind, weil sie eben ihre Stops gesetzt haben und dann entsprechend auch ausgestoppt wurden. Und zum anderen, weil wir eben einen sehr guten Job im Risk Management gemacht haben. Und auch hier haben wir überhaupt null Probleme gehabt an der Stelle. Ja, und da muss man ja auch eins zu sagen, wenn man jetzt, also es ist ja glücklicherweise nur ein Verbot der Nachschusspflicht, wenn man jetzt generell Kleinanlegern Future verbieten will und sagen wollen, du kannst doch mit den Optionsscheinen sozusagen traden, da weiß ich bei Corona, dass da viele einfach gar keine Kurse mehr gestellt haben, ne? Oder Richtig, plötzlich genau technische das ist Probleme es. hatten. Und das ist ja an der Genau das Eurex ist es. wirklich nicht einmal vorgekommen, ne? Die Eurex ist so sauber gelaufen. Ja, selbst am 11. September weiß ich noch, ich war an dem Tag Richtig. schon im Trading dabei, hatte die Eurex durchgehend geöffnet und auch ohne technische Probleme. Das heißt, ich habe jederzeit einen fairen Kurs bekommen. Und das kriege ich beim Optionsschein ja gerade bei diesen extremen Events, wo man sehr viel verdienen kann, aber auch sehr viel verlieren kann und wo ich dann ja auch bei Optionsscheinen keine Stops setzen kann. Ja, da kann man dann extrem viel verlieren, ne? Ja, absolut. Also die Liquidität ist dann wichtig und auch die Preisstellung an sich. Ja, wie kriege ich eigentlich einen fairen Preis? 11. September ist ein super Stichwort. Die Eurex hat uns da, glaube ich, alle gerettet. Also die gesamte Finanzwelt gerettet. Das ist vielen gar nicht klar gewesen, weil als der Anschlag verübt war, war ja die Börse noch nicht, oder verübt wurde, war die Börse noch nicht geöffnet in New York. Und die Ja. hat dann auch nicht geöffnet. Die war dann über eine Woche geschlossen. Aufgrund dieses Events, man hat gesagt, man öffnet sie einfach nicht. Und jetzt muss man sich mal vorstellen, ich als Portfoliomanager, der da Milliarden verwaltet, kommt morgens ins Office, sieht, was ist denn hier los? Die Kurse brechen ein, weil die Kurse sind ja stark abgeschmiert. Ja. Ich habe keine Chance, in New York zu handeln oder mich zu hedgen oder was zu verkaufen. Also was haben die gemacht? Die haben geguckt, ey, die Eurex hat noch auf, der DAX hat noch auf, also shorte ich mich im DAX und sichere ich mich ab. Und das war super wichtig, weil ansonsten wäre das zur Katastrophe geworden, weil viele ja auch gesagt haben, warum hat die Eurex den Handel denn fortgesetzt? Kann man doch bei so einem Event nicht machen. Doch, das war lebensnotwendig, weil es die Ja. einzige Möglichkeit war, sich vor diesem Schaden abzusichern. Und da denke ich, ist eben dieser Riesenvorteil im Future. Ne? Du hast einen riesengroßen, Genau. regulierten Markt, der eigentlich jederzeit auch bewiesen hat unter Extrembedingungen, dass er funktioniert. Ja, und das ist eben in Genau. vielen anderen Märkten, wo es Liquiditätsprovider oder sonst was gibt, die dann vielleicht aus Risikogründen plötzlich große Spreads stellen oder einfach den sagen, mein Server geht nicht oder whatever. Das haben wir ja alles schon erlebt. Und deswegen glaube ich eben, ist es so wichtig, dass es dem Future weitergibt. Und ja, wir haben auch schon gerade gesprochen, es geht ja nur um die Nachschusspflicht, die kann durchaus der Broker übernehmen. Es gäbe ja noch eine zweite Möglichkeit, die ja auch gerne im CFD-Bereich gemacht wird von vielen, zu sagen, hey, der Kunde kann doch einfach sagen, er ist professioneller Trader. Der ist gar kein Kleinanleger. Ne? Da, vom Gesetz her sind es, glaube ich, drei Bedingungen, wovon man zwei erfüllen muss. Ne? Entweder arbeitet man in dem Sektor oder hat dort ein Jahr gearbeitet, oder man hat 500.000 auf seinem Richtig. Bankkonten. Oder die dritte Möglichkeit ist, dass man in erheblichem Umfang, muss man dann noch definieren, in den letzten Jahren bereits gehandelt hat. Ja, was sagst du dazu? Wäre das nicht auch eine einfache Möglichkeit, die Kunden einfach professionell zu machen? Es gibt eine, also das, die Möglichkeit gibt es, ist ja auch durch die MiFID reguliert. Genau diese drei Kriterien gibt es. Zwei übrigens von diesen dreien musst du erfüllen, um dann als professioneller Kunde zu gelten. Das haben wir ja auch für den CFD angeboten. Wer das haben wollte und wer sagte, er braucht halt doch einen höheren Hebel, der kann sich als professioneller Kunde einstufen lassen. Wir haben das auch sehr genau geprüft übrigens. Also die Kriterien sind hier wirklich streng von uns ausgelegt. Und da kann man sich vorstellen, dass es nicht allzu viele Kunden gab, die durch diese Prüfung sozusagen dann professioneller Kunde geworden sind. Es hat aber auch Nachteile. Also
Du schiebst dich ja dann wieder aus der Nachschusspflicht in die unbegrenzte Nachschusspflicht rein, weil dann giltst du ja als professioneller Kunde und da sagt ja dann auch das Gesetz, okay, dann musst du wieder mit dieser unbegrenzten Nachschusspflicht leben, weil du so professionell genug bist, um damit umzugehen. Also insofern ist das immer die Frage, ob das wirklich ein Grund ist. Und wenn wir mal jetzt vergleichen, die Margins, die ja von den Börsen festgelegt werden, im Future-Handel, die sind ja wesentlich niedriger jetzt im Vergleich zum CFD aufgrund der europaweiten Anpassung, ne, durch die BaFin. Ja. Und insofern hast du margentechnisch im Future immer noch einen Vorteil. Und man muss auch noch eins unterscheiden. Bei uns ist es so, wir haben einmal die Übernacht-Margin, also wenn man die Position länger als Intraday hält, und wir haben die Intraday-Margin, das heißt also, wenn du am gleichen Tag die Position glatt stellst. Und die Intraday-Margin, die ist immer so im Bereich zwischen 25% und 33% der Übernacht-Margin. Da kannst du also das Risiko ein bisschen runterfahren, du kannst die Margin auch ein bisschen runterfahren, weil das Risiko ja begrenzt ist, weil die Schwankungen an einem Tag eben geringer sind als eben über mehrere Tage. Ja, so ist das ja immer begründet worden. Und bei der Eurex oder DAX speziell war das ja immer ein Riesenproblem, weil als wir noch die alten Handelszeiten hatten von 8 bis 22 Uhr, dann hast du eine ziemlich lange Zeit gehabt, wo der Future nicht gehandelt wurde. Das heißt also, diese Übernachtmargin war auch absolut gerechtfertigt, weil der DAX ja oft dafür bekannt war, um 8 mal mit so einem kleinen Gap zu eröffnen. Und dann war dieses Risiko dadurch gecovert. Das ist ja heute bei weitem auch nicht mehr so groß, weil die Eurex ja mittlerweile den Handel um 1.15 Uhr startet und der Handel am Tag davor um 22 Uhr endet. Also auch das sind alles Dinge, die haben sich ja auch schon wirklich verbessert für den Kunden und für den Future Trader. Absolut. Und ich muss ja auch eins sagen, ich bin ja, also klar, man muss in bestimmten Situationen mal ein bisschen Gas geben können, aber ich bin gar kein Fan davon, ständig einen hohen Hebel zu fahren. Ich habe das mal für mich geguckt, also ich fahre vielleicht so einen Hebel von 4 bis 5, realistisch aufs Eigenkapital gesehen, also weil ich die Margin eben auch nicht komplett ausreize. Ja, es gibt vielleicht mal Sondersituationen, wo man höher fährt, aber ich behaupte einfach mal, das wirst du besser wissen, dass Kunden, die ständig mit hohen Hebel agieren, sich zwar sehr schnell vielleicht nach oben schießen, aber noch schneller wieder nach unten. Ja, ganz genau. Das ist immer die Gefahr auch dabei, ne? Weil man, also wenn die Frage mal kommt, wie hoch ist denn euer Hebel, beginnt bei mir schon mal ein bisschen die Alarmglocken an, wo ich dann auch mal frage, ja, aber was hast du denn davon, dass du einen hohen Hebel hast? Ja? Wenn du vernünftiges Risikomanagement machst und so, wie du es ja auch den Tradern immer beibringst, dass man das in Einklang bringt, das Risiko pro Trade mit seinem Kontostand, ja, idealerweise so um die 1%, kann auch durchaus niedriger sein, das ist ja nur gelegt wert, dann hast du nie Probleme mit Margin oder Hebel, weil du immer so unterwegs bist, wie es auch vernünftig ist. Ja, das ist super. Ja, vernünftige Kunden, also WPHG hat ja eigentlich schon sehr viele Schutzvorschriften gemacht, an die sich ja auch regulierte Broker halten müssen. Und eine Regel, ich fasse es mal zusammen, um nicht den Paragraph zu nennen, ist quasi das Know Your Customer. Das heißt, du musst im Prinzip wissen, ja, wie ist der finanziell aufgestellt, wie viel Erfahrung hat der. Das wird ja auch alles abgefragt bei der Kontoeröffnung. Gibt es überhaupt noch diesen naiven Kunden, der ja sagt, ja, ich starte jetzt mal und habe gar keine Ahnung von nix? Wirklich so, wenn die Kunden auf uns zukommen, oder sagen wir mal, der Interessent, der jetzt noch kein Kunde ist, der fragt ja auch erstmal alles Mögliche ab und der informiert sich ja dann auch erstmal, was habt ihr überhaupt, wie hoch ist eure Produkt, wie groß ist eure Produktpalette, gibt es überhaupt das, was ich handeln will? Dann geht es ja um die Handelsplattform. Da haben wir ja bei uns unsere Inhouse-Lösung, den Nanotrader, ja, der übrigens auch in Corona-Zeiten wie ein Schweizer Uhrwerk lief. Ja. Wir hatten da auch nicht eine einzige Unterbrechung. Also das ist auch etwas, was mich persönlich echt mit Stolz erfüllt hat, weil ich ja da nicht ganz unbeteiligt war an diesem Produkt. Und insofern muss ich wirklich sagen, das war eine Spitzenleistung auch von der Handelsplattform. Also insofern, es wird viel abgefragt und dann ist es ja auch so, wenn diese Fragen beantwortet werden vom Kunden und wir sind in dem Kontoeröffnungsprozess, dann guckt unser Compliance Officer ja auch nochmal drauf. Und im Zweifel ist es tatsächlich auch so, dass wenn wir feststellen, dass jemand zu wenig Erfahrung für das Produkt hat, dann lehnen wir die Kontoeröffnung auch tatsächlich ab. Ja, also insofern, da sind wir echt in der Verantwortung. Ne? Ja, nee, müsst ihr ja auch nehmen, weil letztendlich, wie gesagt, ist es ja auch euer Risiko und bringt ja auch nichts, wenn du einen unzufriedenen Kunden hast, weil der unerfahren ist und Geld verliert.
Ja, wenn er erfahren ist, dann weiß er vielleicht, dass das Geld aus anderen Gründen verloren hat als also aus, sonst wird es ja ständig auf den Broker geschoben oder auf irgendeinen Grund, wenn man unerfahren ist, ist immer irgendjemand anders schuld. Ja, wäre so ein Börsenführerschein denn so eine Lösung dafür? Oder habt ihr auch schon mal an sowas gedacht? Oder was meinst du da persönlich zu? Ist jetzt mal off-topic. Also ich bin da auch kein Freund von, muss ich sagen. Auch das hatten wir ja auch alle schon mal. Ich meine, das sind ja keine neuen Themen. Ne? Als damals die Optionsscheine aufkamen, das war ja mal so das erste Vehikel, wo der Deutsche sich heraufgestürzt hat, obwohl er eigentlich konservativ in der Geldanlage war, aber spekulieren wollten sie alle ein bisschen. Absolut. Und dann waren sie bei dem Optionsschein dabei und dann gab es halt diese Termingeschäftsfähigkeit, die dich dazu befügt hat, überhaupt dieses Geschäft auszuüben. Ja, und dann musstest du auch unterschreiben, dass du diese Risiken trägst und so weiter und so fort. Und auch da war ja schon das Thema, würde ein Börsenführerschein helfen? Und ich würde mal sagen, nein, weil letztendlich ist es ja so, dass wir für den aktiven Anleger da sind. Der wird ja von den Erfahrungswerten, wie eben schon berichtet, vorher überprüft, ob er überhaupt in der Lage dazu ist, sowohl finanziell als auch erfahrungstechnisch das zu machen. Und wenn dann noch ein Defizit besteht, dann kann ich nur jedem anraten, nehmt Ausbildung. Sucht euch Coaches und lasst euch vernünftig ausbilden. Und da kommst du wieder ins Spiel mit deiner Tradag. Hast du das ja wunderbar aufgebaut und bietest ja genau das an. Und wenn wir jetzt vom Börsenführerschein sprechen, dann ist das die Tradag-Ausbildung in meinen Augen. Ja, genau. Darauf wollte ich gar nicht hinaus. Wir bieten ja jetzt keinen Börsenführerschein an, aber wir bieten tatsächlich natürlich die Möglichkeit an, dass man das lernt, wie man erfolgreich tradet. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man muss schon seine Hausaufgaben machen. Wenn man da ganz ohne Erfahrung an die Börse geht, dann kann man tatsächlich die Risiken nicht überblicken. Da gebe ich der BaFin recht. Das, finde ich, ist auch in diesen Know-Your-Customer-Regeln bereits abgebildet. Wie gesagt, die Nachschusspflicht, die fand ich immer fair, weil ich gesagt habe, für mich ist der Future das einfachste Geschäft überhaupt, weil also es ist nicht komplex. Ne? Für jeden Punkt, den du gewinnst, kriegst du was. Für jeden Punkt, den du verlierst, verlierst du was. Und so kann man sich das im Prinzip ausrechnen. Trotzdem braucht man natürlich Erfahrungen in ganz vielen Bereichen. Wie manage ich meine eigenen Risiken und so. Dafür wären wir dann auch entsprechend sicherlich ein guter Ansprechpartner. Ich habe auch am Anfang, muss ich ganz ehrlich sagen, als ich das erste Mal diese Pressemitteilung gelesen habe, bin ich richtig steil gegangen und dachte, meine Güte, jetzt wird schon wieder reguliert und alles drum und dran, weil, na klar, jemand, der am Markt tätig ist, für den ist Regulation eigentlich immer ein Schimpfwort. Jetzt, wo ich jetzt mit dir gesprochen habe, ein bisschen drüber nachgedacht habe, denke ich, es kann auch eine Riesenchance sein. Ne? Es kann eine Riesenchance sein, weil wenn du einen vernünftigen Broker hast, der die Risiken in-house gut managt, dann ist die Nachschusspflicht von dem Kunden weg, weil das ist auch immer eine Frage, die natürlich auf meinen Seminaren gestellt wird. Ja, ist das denn nicht Wahnsinn, weil ich kann mehr verlieren, als ich habe und verliere ich nicht Haus und Hof? Und da kann ich ja auch nie guten Gewissens sagen, weil ich bin nicht jemand, der auf den Seminaren sagt, du, mach dir keine Sorgen, alles wird gut. Da muss ich immer sagen, nee, das könnte passieren, aber du fährst auch Auto und es kann, du hast Vorfahrt, trotzdem dir einen Betonmischer die Vorfahrt nehmen und dann bist du tot. Nur das Risiko ist relativ klein. Nichtsdestotrotz, wenn ich jetzt dieses kleine Risiko auch noch weg habe, dann ist das ja, finde ich, nochmal ein super Argument mit den Micro-Futuren für Leute zu sagen, komm, jetzt habe ich wirklich ein Instrument, was richtig rund ist für mich, wenn ich den richtigen Broker dazu habe. Beim falschen Broker sehe ich Gefahr. Das sehe ich auch so. Also deswegen wirklich Augen auf bei der Brokerwahl. Guckt euch das genau an. Vergleicht nicht immer nur die Preise, sondern auch alles, was dahinter steht. Ja? Nicht nur, wie hoch der kapitalisiert ist, also wie er das Risiko jetzt handeln kann, ne? Weil es ist ein Risikotransfer jetzt vom Kunden weg zum Broker. Das müssen wir immer noch mal betonen, dass es so ist. Ja? Genau. Und insofern ist das einmal entscheidend. Und was auch noch ganz entscheidend ist, wie ist die Support-Verfügbarkeit? Also wie schnell kriege ich einen Mitarbeiter an die Strippe, wenn es wirklich mal brennt? Wenn ich ein technisches Problem habe, wenn ich Stromausfall habe, wenn, was weiß ich, passieren kann und ich kann nicht alleine mehr über die Plattform agieren, dann ist das super wichtig, dass ich so eine Notfalltelefonnummer habe, wo ich den Broker anrufen kann. Und bei uns ist die von 8 bis 22 Uhr besetzt, die Support-Hotline. Da kann ich auch immer jemanden erreichen, auf Deutsch, ja, also auch nicht irgendwie Englisch oder so. Und dann kann derjenige Mitarbeiter, der da dran ist, der kann dann gucken
und der Kollege kann dann in das Konto schauen und kann auch die Position sofort glattstellen. Mega wichtig, wirst du nicht oft brauchen, aber wenn du es brauchst, ist es super, super wichtig. Genau, ist dann wieder, sind wir wieder bei dem Thema Versicherung, ne? Meistens genau. Braucht man sie nicht, aber wenn, dann ist sie meistens wichtig. Und ja. Ja, liebe Leute, Stefan, erstmal super vielen Dank für deine kompetente Ausführung. Und ich glaube, das ist wirklich ganz interessant, auch mal so die Brokerseite zu sehen und sich klarzumachen, klar, das Risiko ist immer da, irgendeiner muss es tragen, also wird es nur transferiert, auch durch diese Regelung. Das Verbot betrifft nicht Futures generell, sondern nur die Nachschusspflicht. Und wenn das jetzt kommt, das ist ja nur angekündigt, jetzt gibt es ja mal eine Anhörung, aber man kann relativ wahrscheinlich damit rechnen, dass es kommt. Ja, dann wird es nochmal eine Ecke wichtiger, den richtigen Broker auszusuchen, weil letztendlich habe ich mein Kapital dort. Und mir nützt mein bestes Training nichts, wenn dieser Broker von dem Bild verschwindet, weil seine Bilanz zu schwach war, sein Riskmanagement zu schlecht war oder er in einem Land ist, wo ich seiner nicht habhaft werden kann. Genau so ist es. Ja, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, ne, dass man auch sich anschaut, wo ist derjenige reguliert, ne, wo hat er seinen Sitz, warum sitzt er da? Das genau. Ist ja auch mal die Frage. Ne? Warum sitzt er nicht in Deutschland? Ja? Ja. Also das muss man ja auch mal sehen, dass das schon so ein paar Dinge sind, die man einfach hinterfragen sollte. Ich würde mal sagen, das große Fazit jetzt aus unserer netten Unterhaltung, und ich mache das ja immer auch super gerne mit dir, Bürger, ist, ich sehe das als Segen für den Kunden und für den Träger, weil für ihn jetzt wirklich ja, es super attraktiv ist, den Future zu handeln, gerade auch mit den Produkten, die wir da haben und mit den Mitteln und Plattformen und Kursdatenqualität und was da alles noch eine Rolle spielt. Das ist jetzt alles möglich. Also insofern, Fazit ist, es ist gut für euch Trader. Okay, perfekt. Das war noch ein schönes Abschlusswort. Und ja, wie gesagt, liebe Trader, noch ist die Regel nicht aktiv. Die wird dann aber wahrscheinlich kommen, wenn die Anhörung, die dauert ungefähr einen Monat, das müsste dann so Mitte März sein, ist sie vorbei. Und dann hat die BaFin so einen Zeitplan von ungefähr 3 Monaten, wo sie dann die Verfügung erlässt und dann nochmal gute 3 Monate, wo das dann umgesetzt werden muss. Also können wir uns irgendwann in 2022 darauf einstellen, dass das definitiv kommen wird. Müsst ihr aber keine Angst vor haben. Ich glaube, die konnten wir mit diesem Video nehmen. Und ich bin da auch selber ein bisschen beruhigt, weil ihr wisst, Trading ist mein Baby und ich freue mich über jeden, den ich dort unterstützen kann und den ich zu seinem Ziel mit führen kann. Dir, Stefan, nochmal vielen Dank eben auch für diese super Tipps und Ratschläge, jetzt auch nochmal was Brokerwahl betrifft. Also schaut, Leute, wirklich euch auch mal die Bilanz an. Ich weiß, das ist nicht das Erste, was man macht. Man schaut immer erst auf die Gebühren, man schaut auf den Hebel, aber werft bitte auch mal einen Blick auf die Bilanz. Guckt auf jeden Fall, wo ist der reguliert, ja. Und ich würde auch ganz ehrlich immer den Broker mal anrufen und gucken, dem mal ein paar Fragen stellen, wie reagiert er dann entsprechend darauf? Ja. Absolut, kann ich auch nur jedem empfehlen. Also ich danke auch für die Einladung und dass ich hier mitwirken durfte und freue mich dann vielleicht mal wieder beim nächsten Mal zu einem anderen Thema Rede und Antwort stehen. Gerne, Stefan, werden wir auf jeden Fall machen. Und wir sind ja auch immer viel unterwegs, wenn es jetzt irgendwo hoffentlich nach Corona mal Präsenztage gibt, irgendwo auf irgendwelchen Börsentagen, WOT oder so. Da findet man euch, da findet man uns. Und ja, wer noch Lust hat, kann gerne in den Kommentaren natürlich auch noch weiter Fragen stellen. Und wenn da ich was nicht beantworten kann, leite ich es auch gerne an den Stefan weiter, schicke euch die Antwort in den Kommentaren. Also nutzt die Kommentarfunktion. Wer es noch nicht gemacht hat, abonniert gerne diesen Channel. Und ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bis demnächst. Und dir, Stefan, nochmal vielen Dank für deine Worte.